So Leute, der vierte Spieltag und wir kämpfen gegen Meta, Metamorphosis LP, aka mit seinem Team Little Rookies. Und ja, wir zeigen mal alle Teams hier und zwar gegen Meta mit Little Rookies. Ich habe da Branamaz, Alura, Slymog, Chris Sela, Heatwin, Zigale 10% und Mega Bibor dabei. Ich hoffe, es ist alles korrekt. So ist auch alles korrekt. Und überraschenderweise hat er Dodrio dabei. Alles klar. Ich weiß von ihm, also ich weiß, dass sein der Z-Kristall hat. Und da müssen wir sehr stark aufpassen. Und ja, gut. Zum Glück hat er seinen Dementia nicht dabei, aber sein Silvali-Geist. Dann noch Rotom, Rush, Mega, Venusaur, Aerodactyl, normal und ja. Das war's eigentlich alles. Und ich würde sagen, ich lead mit Alola Slymog. Ich würde sagen, ich leade mit Alola Slymog, falls er nämlich mit Latias leadet. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Er hat nämlich kaum ein Erdbeben-User, außer vielleicht eventuell Aerodactyl. Aber ich hoffe nicht, dass er direkt auf Aerodactyl geht. Das ist nämlich sehr gut. Und ich gucke nämlich immer auch wegen meinem Akkustand. Auf jeden Fall, have fun. Have fun, viel Spaß und so. Ja. Das ist auf jeden Fall mega. Also richtig stark. Mega. Und die Frage ist, hat er einen Hidden Power Boden dabei? Ich bezweifle das. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Dann könnte ich doch eventuell in Cresselia gehen, aber wenn Toxine reinkommen, bin ich am Arsch. Ich gehe mal einfach mal auf den Gift-Heap, gucke, was er macht, geht in seine Mega-Entwicklung. Er geht auf einen Sludge-Bomb. Das ist vollkommen in Ordnung, ich kann nochmal auf den Gift-Heap gehen. Er wird wahrscheinlich auf den Egelsamen gehen. LOL. Ich wusste nicht, dass Venusaur Erdbeben kann. Alles klar, Venusaur kann tatsächlich Erdbeben. Das ist nämlich gut zu wissen. Jetzt habe ich nämlich Angst. Er kann sich nämlich hochreiten oder nochmal auf Erdbeben gehen. Ich gehe sicherheitshalber auf Cresselia. Alter. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, das war klar, er geht auf Synthese. Ich hätte auch auf Lava gehen können, aber er hätte auch stumpf auf Erdbeben gehen können, weil er sowieso einen Attack überstehen kann, wahrscheinlich schneller als mein Alola Slymog ist. Ich gehe dann einfach mal auf einem Psyshock. Wobei er kann in Silvali Geist gehen. Ich gehe mal auf den Thunder Wave. Wusste ich's doch. Also da ist er jetzt paralysiert. Ganz schön paralysiert. Kann ich wieder auf Mitnichten gehen. Aber es wird wahrscheinlich auf Abgangstirade gehen. Da bin ich mir sicher. Aber wenn er die Full Power kriegt, kann ich dann instant auf Pursuit gehen. Und somit richtigen Schaden anrichten. Es sei denn, er geht jetzt auf einen Angriffsmove und dann wird es noch ein bisschen schwierig für Alola Slime. Ich brauche Alola Slime noch wegen Latias vielleicht, aber Latias könnte Alola Slime noch ziemlich einen guten Schaden anrichten. Die Frage ist, auf was geht er jetzt? Er bleibt drinne. Wusste ich so. Er geht auf Abgangstirade. Alles klar.
kommt wieder Mega Ibiza Floor. Wenn er gleich 20 Minuten steht, dann hole ich schnell mein Aufladekabel. Ich möchte nicht, dass da irgendwas schief geht. Denn OBS hat nämlich ein kleines Problem, wenn da irgendwas mit der Aufnahme verkackt wird. Dann ist es leider nicht mehr zu retten. Was bei der Xoy nicht der Fall ist. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall besser als, auf jeden Fall nicht Snipping Tool. Ich habe leider den Namen von meinen alten Aufnahmeprogramm vergessen. Jetzt weiß ich es wieder, Hypercam 2 ist OBS auf jeden Fall überlegen. Jo, da kommt er mit Trio des Danger. Ja, da hat einer Dragon Ball Super geguckt. Vor allem hatte dieser Trio so einen komischen Namen. Wieso geht er in Dodrio? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Könnte in Pursuit gehen. Hat Dodrio Kehrtwende? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er jetzt in Dodrio geht. Wir können auf jeden Fall irgendwas einsetzen. Ich möchte mal gucken, was er hat. Er hat auf jeden Fall Spiegeltrick im Ärmel mit Dodrio. Vielleicht könnte Spieltrick noch auf mich finishen. Ich bezweifle das. Aber ich guck mal, was er macht. Wenn er auf Kehrtwende geht, dann ist Pursuit die bessere Wahl. Deswegen gehe ich mal auf Pursuit. Und hoffe mal. Nice. Und wird sogar noch vergiftet. Das ist doch super. Kann er ja nochmal auf den Pursuit gehen eigentlich, wenn er nochmal rauswechselt mit Parting Shot. Er muss aber drinnen bleiben anzugreifen. Wir wissen ja, er ist ja vom Typ Geist. Geht auf den Double Edge, ich überlebe das sogar. Ich überlebe das. Ja, ich muss auf den Shadow Sneak gehen. Ich kann Adolescent jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Ich habe ja noch ca. 10% für Latias. Da bin ich definitiv schneller. Warum ich auf Shadow Sneak gegangen bin? Ja, wegen der neuen Regelung, dass Initiative halbiert wird und er definitiv schneller ist. Schneller ist als mein Adolescent. Und dementsprechend kann ich jetzt easy auf Hakai gehen. Und hier mal schön auf 1000 Arrows gehen. Er muss sein Pokémon stacken. Die Attacke wird auf jeden Fall nicht tanken. Ich muss gleich wieder korken. Mega Ibiza Floor wird ein bisschen schwierig. Er kann jetzt nämlich auf jeden Fall nicht irgendwo rauswechseln. Es sei denn, er vergisst, dass die Attacke auf Flug-Pokémon trifft, auf Pokémon trifft, die Schwebe besitzen, es trifft einfach alles. Definitiv alles. Und ja, die Karte als Bios, also auch ein Dragon Ball Super Fan. So. Erstmal gleich schauen. Vielleicht geht er auf Mega Ibiza Floor, muss ich gleich mal gucken. Und ja, Bio Sakai, das passt dir. Merke ich wirklich gerade. Und Hakai reversed all other Pokémon's hours. Ja, passt. Das Gefühl, wenn man Hakai auf Beerus einsetzt. Ich weiß nicht, ob funktioniert. Das wissen wir nicht.
aber mal schauen. Geht aber mega diese Floor. Sogar ein Crit. Sogar ein Crit. Nice. Das ist nice. Ich muss jetzt wirklich callen, nicht, dass ich hier einen Fehler mache. Aber ich muss nochmal attackieren. Das war ein Crit gegen Mega Beast of War. Sah defensiv. Defensiv aus. Venusaur. Mega. Nicht vergessen. Defensiv. Ja, 1000 Euros. Selbst wenn es defensiv ist. Ich mache trotzdem 40% Damage. Ich habe 60% Damage gemacht. Pass. Also müsste die Attacke reichen. So, da kommt er mit Rotom rein. Er wird auf... Moment, Rotom kann Eisstrahl. Rotom muss Eisstrahl können. Rotom Rush. Rotom. Ich schreibe schon Rotom was. Ich muss sicher sein, dass Rotom Rush Eisstrahl kann. Das würde dann eigentlich keinen Sinn machen, wenn es tatsächlich nicht könne, aber Eisstrahl. Ich finde nichts. Ich finde tatsächlich nichts. Also kann es kein Eisstrahl. Anscheinend nicht. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, ich liege da richtig. Dann gucke ich nochmal, wie viel Damage ich überhaupt mit Rotom Rush hier mache. Wahrscheinlich gar nichts. Oh, defensiv. 1000 Euros. Wow. Doch, ich mache schon viel Damage. Mit Hydro-Pumpe. Moment, ich habe genau das falsche Zigale gewählt. Ja, aber es ist irrelevant, weil die Angriffskraft vielleicht ist. Ich mach trotzdem viel. Und Hydro-Pumpe wird er nämlich niemals finishen können. Ich könnte hier einfach mal stumpf drinnen bleiben. Und Schaden machen. Ich könnte auch in Growth gehen. Definitiv. Definitiv. Dann könnte ich Akai für später aufsparen. Ja, könnte ich Akai für später aufsparen. Dann kann ich nämlich die Tarnsteine aufsetzen. Und dann viel Damage machen. Und wenn Akai später nochmal reinkommt, dann kann er alles andere wiederum finishen. Das ist doch ein guter Plan. Ich hoffe, es klappt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es kommt Hidden Power. Dann war es wohl Hidden Power Ice. Alles klar. Hidden Power Ice. Das ist gut zu wissen. Ich denke nicht, dass es seine anderen Monster irgendwie auflockern kann. Ich weiß nicht, ob Latias auflockern kann. Latias auflockern. Weiß ich nicht. Oder doch? Ich meine schon. Der muss jetzt nämlich in Latias rein. Ich gehe mal auf den Kopf. Geht nicht. Geht nicht in Latias rein. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Er will mir wohl Angst einjagen. Da bin ich mir sicher, um sein Mega-Beast-Floor zu synthesen. Aber ich kann es nicht zulassen. Wenn ich rauswechsel, dann habe ich meinen Vorteil irgendwie verschwendet. Das möchte ich nicht. Ich habe meine Tarnsteine, also hatte seine Aufgabe eigentlich schon erledigt. Und gegen Aerodactyl habe ich noch Stinger. Da ist Ding auf jeden Fall schneller.
Und Stein ist nicht gegen Käfer resistent. Das ist gut. Aber gegen Flug. Hm. Aber sonst habe ich meinen Vorteil verschwendet. Ich gehe mal auf den Earthquake. Wenn er geht auf die Synthese, wusste ich es doch. Ich muss erstmal Schaden drücken. Und dann geht er auf eine Pflanzenattacke. Er hat Erdbeben dabei. Er hat Erdbeben dabei. Und eine Attacke muss er noch zeigen. Den wird er wahrscheinlich noch zeigen. Wegen Erdbeben habe ich Angst. Geh mal jetzt zu Cresselia. Weil ich nämlich drin geblieben bin. Okay, er geht wieder auf die Synthese. Alles klar. Alles klar. So. Ich kann jetzt auch mal auf den Kormain gehen. Ich hoffe, er hat jetzt noch keinen Egelsamen. Das wäre ein bisschen blöd. Wenn er noch Egelsamen drauf hat. Aber vielleicht besser als Toxin. Ich hätte Dreck rauswechseln sollen. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied gemacht hätte. Zu Heatwin? Wegen Speckschicht reicht das wahrscheinlich trotzdem nicht aus. Megabiserfluss Ebene Wall. Ist Ebene Wall. Könnte er zu Latias gehen? Ich kann es nicht riskieren, ihr könnt auch wieder zu Bios gehen, Silverly. Und dann, wenn ich jetzt auf T-Wave gehe, dann wäre es total umsonst. Ich muss immer noch auf die Aufnahme gucken. Weil das letzte Mal wurde die letzte Runde irgendwie nicht mit aufgenommen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Aber so ist OBS nun mal. Manchmal sagt er einfach nein, ich will nicht mehr. Tatsache. Tatsache, aber Cresselia ist schnell genug, um ihm Schaden einzubringen. Definitiv. Ich weiß nicht, ob es reicht. Es reicht aber. Ich bin plus 1, plus 1. Kommt hier jetzt mit Aerodactyl. Wahrscheinlich Knirscher. Ich weiß nicht, ob es abschlagen kann. Ist aber ein normales Aerodactyl. Ich bin aber full defensiv. Das heißt, er wird hier nicht so viel Damage reinhauen. Nope. Er macht nichts. Ja, ich kann auch einmal auf T-Wave gehen. Oh, ein Aerodactyl mit Toxin. Alles klar, ich setze mich eben mal auf. Ich kann Aerodactyl sowieso nicht rausnehmen. Vielleicht ist es ein defensives Aerodactyl, ich weiß es nicht. Aber mit Toxin-Leftovers. Wobei, gehen wir auf den Psyshock, gucken, wie viel das abzieht. 36%. Oh, jetzt liegt er seine Tarnsteinchen. Kann nochmal auf den Psyshock gehen. Gut, nice. Gut, dass ich diese Wahl getroffen habe. Denn dann werde ich nicht mehr toxiniert. Das ist nämlich richtig gut.
Ja, das könnte später noch Probleme bereiten, weil Cresselia kriegt er jetzt nicht so einfach durch. Definitiv nicht. Und wenn da er mit Aerodactyl Toxin drauf hat, hat er wahrscheinlich auf seinem Bisaflor Egelsamen drauf. Und Egelsamen und Überreste gleichen sich aus. Ja, er hat zwar praktisch selber Überreste, aber ich kann dann einfach mal stumpf drinnen bleiben. Gucken, was er so macht. Weil ich habe jetzt irgendwie keinen Grund rauszugehen, weil Cresselia ist hier eben definitiv die bessere Wahl. Vor allen Dingen kann ich somit auch Mega Bisaflor ganz gut Schaden machen. Sorry, wenn ich immer mit meiner Maus nach rechts unten gehe. Wie gesagt, ich habe noch gute Prozentzahl, eine gute Prozentzahl. Ich möchte nicht riskieren, dass hier die Aufnahme weggeht von dem hier. Und Kress macht das schon. Ich könnte jetzt aussetzen, aber ich will erst mal gucken. Ah. Aber die normale Vergiftung, das ist okay. Das ist definitiv okay. Da kann es einfach mal auf Zeitschock gehen. Geht hier auf Synthese. Geht hier auf die Synthese. Ja, ich gehe mal auf den Thunderwave. Weil er nämlich ein bisschen schneller ist. Und das Problem ist, wenn er gleich nämlich zuerst crittet, dann als erstes dran käme, dann ist Cresselia down. Lustigerweise habe ich anstatt 30 Minuten jetzt 15 Minuten übrig. Das ist merkwürdig. Vielleicht hätte ich Chrom oder so noch schließen sollen, aber egal. Ich werde mich noch hochheilen. Dann noch einmal boosten und dann mit Zeitschock hier angreifen, weil klar. Sein Latios, ich weiß nicht, ob Latias oder Latios ziemlich bulky ist. Und Meta will gerade, dass sie ihn finisht. Ich weiß, dass er jetzt wenig Chancen hat, aber ich möchte nämlich safe spielen. Sorry, wenn ich jetzt nochmal booste. Noch ein Boost. Geht hier nochmal auf Synthese. Alles klar. Weil jetzt kann ich nämlich auch wieder auf den Zeitstock gehen.